بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich übermäßig darüber, dass wir heute, inshallah ta'ala, mit einer neuen Reihe beginnen werden. Bevor wir jedoch auf diese Reihe zu sprechen kommen, habe ich gerade von meinem lieben Bruder Mustafa, der die Videos immer hochlädt, erfahren, dass die Sira-Reihe genau 63 Folgen lang geworden ist. Das war nicht beabsichtigt gewesen, aber dass es genau 63 Folgen sind, das ist eine sehr, sehr schöne Zahl. Weil wie wir alle wissen, ist unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Alter von 63 Jahren verstorben. So als hätten wir für jedes Jahr im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine eigenständige Folge und einen eigenständigen Vortrag gehalten. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wir wollen heute insha'Allah ta'ala eine komplett neue Reihe starten. Eine Reihe, welche sehr aufregend sein wird und die ein Thema behandelt, was viele Muslime sehr, sehr spannend finden. Und zwar wollen wir uns insha'Allah ta'ala in den kommenden Wochen und Monaten, das wird schon einige insha'Allah ta'ala Vorträge in Anspruch nehmen, mit dem Thema der Ashrat as-Sa'a beschäftigen. Mit den Zeichen des jüngsten Tages. Mit den Zeichen des jüngsten Tages. Und wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, zunächst erst einmal eine grundlegende Einleitung zu diesem Thema machen. Damit wir überhaupt verstehen, erstens, warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Machen wir das nur aus Neugier? Oder weil es Spaß macht, sich damit zu beschäftigen? Oder hat es noch andere Hintergründe? Zweitens, wie sollten wir überhaupt an dieses Thema herangehen? Worauf sollten wir achten, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Und drittens, wie werden die Zeichen des jüngsten Tages eigentlich unterteilt? Welche Herangehensweisen und Methoden hatten die Gelehrten bei dieser Thematik? Weil die Gelehrten sehr, sehr viel über dieses Thema geschrieben haben. Es gibt zahlreiche Bücher, schon von früher Zeit an, von frühen Gelehrten, welche sich ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigt haben. In der Regel unter dem Namen Al-Fitan oder Al-Malahim. Al-Fitan, die Versuchungen. Al-Malahim, die Auseinandersetzungen, Schlachten, Kriege. Und allein die Titel dieser Bücher, von denen es etliche gibt, zeigen uns auf, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns über Dinge in der Zukunft berichtet hat, bei denen er uns in der Regel warnen wollte. Aber darauf kommen wir noch etwas ausführlicher zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Zunächst einmal stellt sich die sehr, sehr wichtige Frage, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema der Ashrat as-Sa'ah? Bevor wir mit dem Warum beginnen, müssen wir eine andere Sache besprechen, zunächst einmal. Und zwar, welchen Begriff verwendet eigentlich der Koran und auch die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam bezüglich dieses Themas? Da finden wir auf der einen Seite Ashrat. Ashrat as-Sa'ah. Von Shart. Zeichen. Ein Shart ist eine Art Zeichen. Eine Bedingung ist eine Art Zeichen. Das heißt, wenn dieses Zeichen gegeben ist, was ist dann? Dann kann diese Sache gemacht werden. Ist diese Sache nicht gegeben, kann sie nicht gemacht werden. Also, als würde es Bedingungen geben, dafür, dass die Stunde überhaupt beginnt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, beginnt dementsprechend auch nicht die Stunde. Allah Ta'ala, er sagt in Surat Muhammad im Vers Nummer 18, die Surat Nummer 47 im Vers Nummer 18,
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. Erwarten Sie denn etwas anderes als die Stunde, als dass die Stunde plötzlich über Sie kommt? So sind Ihre Vorzeichen bereits eingetroffen, erschmort. Wie soll Ihnen dann Ihre Selbstbesinnung nützen, wenn sie über Sie kommt? Also Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, er spricht dieses Thema an. Es ist nicht nur eine Thematik, die wir in der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam finden, sondern es ist auch eine Thematik, welche Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Gut. Gibt es noch eine andere Bezeichnung für Ashrat oder für die Vorzeichen des jüngsten Tages, die wir beispielsweise aus der Sunna haben? Da haben wir den Hadith von Jibril alaihi salam, dieser bekannte Hadith von Jibril alaihi salam. In diesem Hadith kommt Jibril alaihi salam, wie er von Umar ibn Khattab überliefert wird und in Sahih Muslim steht, kommt Jibril alaihi salam in der Gestalt eines Mannes zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er mit seinen Sahabe sitzt. Und er stellt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mehrere Fragen. Über den Islam, den Iman, den Ihsan, über die Stunde. Und jetzt die letzte Frage ist welche? Über die Amarat as-Sa'a. Akhbirni an as-Sa'a. Berichte mir über die Stunde. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, mal mas'ulu anha bi'alamu min as-Sa'a. Der Gefragte weiß nicht besser Bescheid als der Fragende. Also weder ich, der gefragt wurde, weiß Bescheid, noch der Fragende weiß Bescheid. Also Jibril alaihi salam. Und dann sagte Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. So setze mich über ihre Zeichen in Kenntnis. Amarat, Amara, auch eine Bezeichnung für Zeichen. Und dann erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Zeichen. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة عراة عالة نعاء شيء يتطولون في البنيان. Dass die Sklavin ihre Herren gebärt und dass du die Schafshirten, die Barfüßigen etc. siehst, wie sie sich gegenseitig übertreffen im Errichten von hohen Gebäuden. Darauf kommen wir noch ausführlich zu sprechen, inshallah ta'ala. Das ist aber jetzt nicht unser Thema. Uns geht es erst einmal um den Begriff Amara. Du findest das auch unter Alamatus Sa'a. Von Alame. Jedoch weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob wir das auch so in der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam finden, aber es ist ein durchaus gängiger Begriff diesbezüglich. Also wir haben Ashrat im Koran, Amarat in der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Alamat, bin ich mir nicht sicher, möchte ich nochmal nachgucken. Ja? Und dann haben wir natürlich ja, diese ganzen Werke, die geschrieben wurden, das heißt, wenn ich ein Werk suchen sollte, über ein klassisches Werk, über die Zeichen der Stunde, wo finde ich das? Unter welchem Namen muss ich suchen? Unter dem Namen Al-Fitan und dem Namen Al-Malahim. Al-Fitan, die Versuchungen, und Al-Malahim, die großen Auseinandersetzungen. Ja, das sind dann sozusagen das ist das Genre für diese Thematik. Ja? Oder auch Al-Bidaya wa Nihaya, Al-Nihaya. Nihayatun Alam. Also Ibn Kathir hat ein Werk geschrieben, heißt Al-Bidaya wa Nihaya, wo er sozusagen über den Anfang und das Ende spricht, unter anderem auch darauf eingeht. Ja? Dann das Buch hier, was ich habe, ja, ist ins Deutsche übersetzt worden, halte ich für eines der besten Bücher in diesem Bereich von Sheikh Mohammed Al-Arifi, ja, Nihayatul Alam, das Ende der Welt. Sehr nützliches Buch, kann man sich auch, wie gesagt, bestellen, und da stehen wirklich, also, ich glaube, alle Zeichen drin, und es ist sehr, sehr ausführlich. Das ist sehr, sehr ausführlich, kann ich jedem nur empfehlen. Also wer das Buch sozusagen, wer da nochmal was nachschlagen möchte, ja, sollte sich auf jeden Fall dieses Buch aneignen. Oh, es gibt noch andere Bücher, auch die ins Deutsche übersetzt wurden, aber ich halte das Buch wirklich für sehr, sehr gut und sehr, sehr nützlich, und ist auch gut ins Deutsche übersetzt worden. Ist auch gut ins Deutsche übersetzt worden. Gut. Kommen wir zurück jetzt, nachdem wir jetzt diese Begrifflichkeiten kennengelernt haben,
zu der wichtigen Frage, ja, warum beschäftigen wir uns jetzt ganz konkret da mit dieser Thematik? Warum haben sich die Gelehrten damit beschäftigt? So viele Werke, die darüber geschrieben wurden. Aus welchem Grund? Und zwar zunächst erst einmal, es handelt sich hierbei um einen Teil unseres Imans an den jüngsten Tag. Und wir wissen, der Iman an den jüngsten Tag, der Glaube an den jüngsten Tag, ist eine der Hauptsäulen unseres Glaubens. Wir haben hier 6 Arkanul Iman, 6 Säulen des Glaubens, auch in dem Hadith von Jibril alaihi salam. Wer kann sie mir in der Reihenfolge, wie Jibril alaihi salam sie aufgezählt hat, aufsagen? Oder der Prophet zu Hause? Wer kann sie mir aufsagen in der Reihenfolge? Ja, die Reihenfolge. Wer kann die Reihenfolge? Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie aufgesagt hat. Das muss jeder wissen. Das ist eine Sache, wo ich sage, das musst du wissen als Muslim. Da gibt es keine Ausrede. Wenn du nicht weißt, genau wie die Arkan al-Salah sind, kein Problem. Aber die 5 Säulen des Islam, die 6 Arkan und Iman, das ist Pflichtwissen für jeden Muslim. Pflichtwissen für jeden Muslim. Deswegen, was sind die 6 Arkan und Iman in der Reihenfolge, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie aufgezählt hat? Nochmal. Qadar. Okay, genau. An tu'mina billah, dass du an Allah glaubst. An tu'mina billahi wa malaikatihi, an seine Engel, wa kutubihi, seine Bücher, wa rusulihi, seine Gesandten, wal yawmil akhir, den jüngsten Tag, wal qadari khayrihi wa sharrihi, und der Bestimmung im Guten wie im Schlechten. Im Guten wie im Schlechten. Das ist etwas, was jeder Muslim können sollte. Ja, wenn du es nicht kannst, ist nicht schlimm. Lerne es aber jetzt. Wichtig. Ja, nimm dir das, schreib dir das auf und lerne das auswendig. Ja, ist nicht schwierig. Ganz einfach. Ja, 6 Dinge. Ich gehe mal davon aus, jeder weiß das, aber trotzdem, ja, wenn jemand sagt, okay, ich war mir doch nicht so ganz sicher gewesen, ja, dann hole ich das jetzt nach, inshallah. Und wenn wir von diesen 6 jetzt 2 herausnehmen müssten, die im Koran immer wieder besonders betont werden, dann sind das welche? Der Iman an Allah und der Iman an, was? Den jüngsten Tag. Das finden wir immer wieder. Ja, diese beiden Dinge. Dass man an Allah glaubt und man amana billahi wal yawmil akhir. Wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag. Das finden wir immer wieder im Koran, an den unterschiedlichsten Stellen. Als Grundvoraussetzung dafür, damit du überhaupt von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert werden kannst. Das ist das, was den sozusagen Glauben ausmacht. Und dementsprechend, wenn ich mich also mit den Zeichen des jüngsten Tages beschäftige, dann beschäftige ich mich mit was? Ich beschäftige mich mit diesem wichtigen Iman-Artikel, mit dieser Iman-Säule. Ich beschäftige mich mit der Aqide, mit den Glaubensgrundlagen, mit dem Usul-Din. Es ist also eine gewaltige Ibadah, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt von uns im Koran, dass wir immer wieder unseren Iman erneuern und festigen sollen. Ja, ayyuhal ladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi, wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi, wal kitabi alladhi anzala min qabl. Oh, die ihr glaubt. Glaubt, also stärkt euren Glauben, festigt euren Glauben, bestätigt euren Glauben, erneuert euren Glauben. Alles fällt darunter, ja? An Allah und seinen Gesandten, ja? Und an das Buch, was auf seinen Gesandten herabgekommen ist, an das Buch, was davor, die Bücher, die davor herabgekommen sind. Immer wieder verlangt das Allah Ta'ala von uns, dass wir unseren Iman erneuern sollen. Inna al-Iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Der Iman, er nutzt sich in eurem Inneren ab, genauso wie ein Kleidungsstück sich abnutzt. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. So bittet Allah Ta'ala darum, dass er den Iman in euren Herzen erneuert. Wir müssen uns also immer wieder mit dieser Thematik auseinandersetzen.
immer wieder mit dieser Thematik beschäftigen. Und wenn wir über das Leben nach dem Tod sprechen, dann sprechen wir über die Säule, welche den Menschen dazu bringt, sich wirklich anzustrengen auf dem Wege Allahs. Hört euch mal folgende Ayat an, in Surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, er spricht hier über die Ahl al-Kitab. Und er kritisiert sie. Aber er kritisiert auch gleichzeitig jeden Muslim, der dasselbe tut. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ. Gebietet ihr etwa den Menschen Frömmigkeit, Rechtschaffenheit. وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Vergesst euch aber selbst. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. Obwohl ihr das Buch rezitiert. Sie hatten die Tora und den Injil. Wir haben was? Den Koran. أَفَلَا تَعْقِلُ. Habt ihr denn keinen Verstand? Das heißt, ihr redet immer, oh, der Islam ist so und so und so, aber macht nichts. Und dann sagt Allah Ta'ala und zeigt uns was auf? Das Heilmittel, die Medizin, die Arznei. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ. Und sucht Unterstützung und Hilfe in der Geduld und im Gebet. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, für wen diese Dinge leicht sind. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Und sie sind eine schwierige Angelegenheit, Geduld aufzubringen und seine Beziehung zu Allah zu stärken, außer für die Demütigen. Und jetzt definiert Allah die Demütigen. Wer sind die Demütigen, ja Allah? الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diejenigen, welche glauben, also verinnerlicht haben, fest davon ausgehen, sich absolut sicher sind, Yaqin haben, dass sie auf ihren Herrn treffen werden und dass sie zu ihm zurückkehren werden. Jemand, der das verinnerlicht hat, wenn du weißt, zu 100%, du kehrst zurück, dann wirst du dich anstrengen. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Dunya. Ich gebe euch mal was? Ein Beispiel aus der Dunya. Nehmen wir mal an, ich weiß, wenn ich heute 100 Euro als Beispiel, ja, 1000 Euro, in eine bestimmte Investition stecken würde. Und ich bin mir zu 100% sicher, in 10 Jahren habe ich 1 Million. Zu 100%, ich habe gar keine Zweifel daran. Würdest du das machen? Würdest du bereit sein, für 10 Jahre auf diese 1000 Euro zu verzichten oder nicht? Wenn du dir zu 100% sicher bist, würdest du es machen oder nicht? Ich würde es machen. Ich glaube, die meisten von uns würden es machen. Wenn du dir absolut sicher bist, in 10 Jahren bin ich Millionär, mache ich das sofort. Kann ich auf diese 1000 Euro gerne verzichten. Ich würde sogar auf 10.000 Euro verzichten. Weil ich weiß, in 10 Jahren habe ich 1 Million. Sofort, kein Problem. Das heißt, ich verzichte auf etwas, was ich eigentlich sehr gerne haben würde und sehr gerne ausgeben würde für andere Dinge. Ich würde mir vielleicht davon ein Auto kaufen, irgendwas, ein neueste iPhone. Ich würde Sheikh Mohammed ein schönes Geschenk machen mit diesem Geld. Ja. Und mit ihm einfach mal eine Umrah machen alleine. Irgendwas würde ich da machen, ja, mit diesem Geld. Aber ja, ich verzichte darauf. Warum? Weil ich weiß, dass ich in 10 Jahren anstelle dieser 1000 Euro 1 Million Euro habe. Ein Dummkopf wäre derjenige, der es nicht tut. Nur jemand, der Zweifel hat, macht es nicht. Weil er sich nicht sicher ist bei dieser Investition. Klappt das? Gut, es könnte sein, es klappt, aber wenn es nicht klappt, dann ist mein Geld weg. Dann habe ich sozusagen auf das Geld verzichtet. Und genau dasselbe ist auch in Bezug auf was? Genau dasselbe ist auch in Bezug auf unseren Iman. Wenn ich jetzt wissen würde, dass wenn ich auf eine Sünde verzichten würde, ich eine Stufe im Paradies bekommen würde und ich würde diese Stufe jetzt sehen, Allah, ich würde sofort verzichten. Jeder von uns würde verzichten. Auf der Stelle. Ich sehe es. Ich hatte eine Ahnung. Ich sehe, was mich erwartet. Ich muss nur ein paar Jahre warten, dann bekomme ich das. Bin ich dann nicht bereit, auf diese Sünde zu verzichten? Wenn ich wissen würde, ah, wenn ich ein bisschen Qiyam ul-Layl mache und dann kriege ich, oder spende auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dann kriege ich im Paradies das bis zu 700-fach zurück, und zwar in Form von Hasanat. In Form von Hasanat. Stufen, um die mich Allah im Paradies erhöhen wird. Und ich weiß das. Ich habe das verinnerlicht. Werde ich das dann nicht tun? Ich werde es sofort tun. Warum? Weil ich weiß, dass das, was ich zurückbekomme, viel mehr ist als das, was ich gebe. Warum machen das aber nicht viele?
auch wenn sie sich Muslime nennen, weil ihnen dieser Yaqin fehlt. Sie sind sich nicht absolut sicher. Es ist so weit weg. Oh ja, okay, nach dem Tod kann es so abstrakt. Und dann, Allahu a'lam, jetzt habe ich aber Spaß daran. Das macht mir gerade Spaß. Und ich kann mir was kaufen. Derjenige, der weiß, er wird zu Allah zurückkehren, er wird auf Allah treffen, der das wirklich verinnerlicht hat, der verzichtet darauf. Warum haben die Sahaba radhiyallahu anhum auf all das verzichtet? Wieso? Wir haben vorhin in Surat Salat al-Isha, Surat al-Buruj gelesen. Qutil ashabul ukhdud, die Leute von dem Feuergraben. Ich meine, das sind Leute gewesen, die sind in ein Feuer gesprungen. Das Einzige, was von ihnen verlangt wurde, war, glaub nicht. Die hätten nur sagen müssen, okay, ich glaub nicht. Und ihr Leben wäre gerettet. Aber sie springen in ein loderndes Feuer. Feuer! Stell dir das mal vor. Du hast ein Feuer vor dir und du hast die Wahl. Entweder ich springe rein oder ich lasse vom Glauben ab. Was muss das für ein Iman gewesen sein? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet uns von einer Frau, die hatte ihr Neugeborenes in der Hand. Und sie hatte nicht Angst um ihr eigenes Leben, sondern Angst um ihr Neugeborenes. Miskin, was kann dieses Kind dafür? Und sie zögerte, soll ich springen, soll ich nicht springen? Und in dem Moment fing das Kind an zu reden. Spring, meine Mutter. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Und sie sprang mit ihrem Kind in dieses Feuer hinein. Was muss das für ein Yaqin gewesen sein? Und deswegen, wenn wir uns also mit der Thematik beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit einer Thematik, die unser gesamtes Leben verändern kann. Weil wenn mein Iman an den jüngsten Tag stark ist, dann bin ich bereit auch zu geben. Bin ich bereit, mich zu verändern. Bin ich bereit, auch auf bestimmte Dinge zu verzichten. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil ich weiß, ich kriege das zurück. Wenn ich es aber nicht weiß, oder mir unsicher bin, oder mein Iman schwach ist, dann fange ich an zu schwanken. Soll ich wirklich? Ja? Guck mal, die anderen haben doch alle Spaß. Soll ich nicht auch Spaß haben wie die anderen? Du kannst als Muslim auch Spaß haben, nicht das? Aber es gibt manche Dinge, die dich verlocken. Also der erste Punkt, warum wir uns also mit dieser Thematik beschäftigen, ist, wir beschäftigen uns mit einer wichtigen Säule unseres Imans. Der zweite Grund, warum wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, ist, dass wir an die Vergänglichkeit dieser Dunya erinnert werden. Wir werden an die Vergänglichkeit dieser Dunya erinnert. Wir werden daran erinnert, diese Welt ist vergänglich. Sie ist nicht ewig. Sie wird vergehen. So wie alles andere vergangen ist. So wie die Blätter im Herbst vom Baum herabfallen, wird auch diese Dunya vergehen. Das ist die wahre Beschaffenheit dieser Dunya. Sie bleibt nicht. Egal, was du in ihr hattest, egal, wie viel du besessen hattest, es wird alles vergehen. Und wenn wir von der Sa'a sprechen, von der Stunde, dann sprechen wir einmal von der großen Stunde. Und dazu sind die Zeichen da, um uns aufzuzeigen, wann die große Stunde sein wird, welche alle Menschen betreffen wird. As-Sa'atul Kubra, der jüngste Tag, wenn Israfil alayhi salam ins Horn stoßen wird und alles vernichtet werden wird. Diese große Stunde mag noch in weiter Ferne liegen. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sie sehen sie weit, aber wir sehen sie nah. Aber neben dieser großen Stunde gibt es eine kleine Stunde. Was ist die kleine Stunde? Die kleine Stunde ist deine ganz individuelle Stunde, die jeden Moment eintreten könnte. Vielleicht jetzt, während wir hier gerade sitzen. Könnte passieren, dass jemand von uns einfach so zu seinem Schöpfer zurückkehrt. Vielleicht kommt einer von uns nicht mehr nach Hause. Er denkt, ich komme jetzt noch nach Hause und mache dies und jenes. Vielleicht kommt er gar nicht zu Hause an. Wir wissen es nicht. Malakul Maut könnte an jeder Ecke auf sich lauern. Seine Aufgabe ist es einfach nur, einen Befehl Allahs auszuführen, von dem du nicht Bescheid weißt. Du weißt nicht, wann deine Stunde ist, wann deine Stunde schlägt. Du weißt es nicht. Und wenn ich mich also mit dieser Thematik beschäftige, dann beschäftige ich mich also mit der Vergänglichkeit dieser Dunya. Mir wird doch mal klar, es macht keinen Sinn,
nur nach dieser Dunya zu streben. Nochmal ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du nicht auch Spaß in der Dunya haben kannst. Dass du diese Dunya nicht nutzen darfst, um erfolgreich in ihr zu sein. Weil wir sind Khulafa, wir sind Statthalter Allahs auf Erden, wir müssen das Beste aus dieser Dunya machen. Aber diese Dunya darf niemals zu deinem Ziel werden. Sondern du sollst immer den Tod vor Augen haben, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte. أَكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ هَذِي مِنْ لَذَّاتِ الْمَوْتِ. Gedenkt häufig des Zerstörers, der Genüsse des Todes. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Er ist es, der den Tod und das Leben erschaffen hat. Erst der Tod und dann das Leben. Um es klar zu machen, der Tod, er begleitet uns die ganze Zeit über. Wir sind auf dieser Erde nur, um zu sterben. Nicht um zu bleiben, sondern um sie wieder zu verlassen. Warum? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Um euch zu prüfen, wer von euch die besten Taten vollzieht. Also, wir beschäftigen uns damit und werden gleichzeitig an was erinnert? An unsere kleine Stunde. Dass wir immer vorbereitet sind. Dass wir wirklich jeden Tag nutzen. Nicht aufschieben. Nicht aufschieben, sagen, morgen fange ich an. Vielleicht gibt es keinen Morgen. Nutze diesen Tag. Dieser Tag, dessen Sonne untergegangen ist, der wird nie wieder zurückkehren bis zum jüngsten Tag. Der ist weg. Das heißt, ein Teil von dir ist schon gestorben. Subhanallah, jeden Tag, jeden Moment stirbt ein Teil von dir. Und du merkst es überhaupt nicht. Das kommt nicht wieder zurück. Du kannst es nicht mehr ändern. Es ist weg. Und deswegen Al-Hasan Al-Basri, er sagte, sehr schöne Worte von ihm, ja, und zwar, Ma min yawmin tatlu'u fihi shams. Es gibt keinen Tag, an dem die Sonne aufgeht. Illa wa yunadi munadin. Außer, dass ein Rufer ruft. Was ruft er? Ana khalqun jadid. Ja, bin Adam. Ana khalqun jadid. Urton Adams. Ich bin ein neues Geschöpf. Wa ala amalika shahid. Und ich bezeuge, ich bin Zeuge über deine Taten. Fakhtanimni. So nutzt mich aus. Fa inni la a'udu ila yawm al-qiyamah. Weil ich bis zum jüngsten Tag nicht zurückkehren werde. Nutze mich. Nutze jeden Tag. Carpe diem heißt es doch auf, wollte ich jetzt mal hier angeben, ja? Ich kann auch ein bisschen, es ist Latein, oder? Nicht Griechisch, da seid ihr wieder richtig bei mir jetzt gerade. Ja, gut, Alhamdulillah, ja? Nutze den Tag. Wirklich. Das sind so Weisheiten, die es in allen Völkern gibt. Nutze den Tag. Subhanallah. Also, der zweite Grund, warum wir uns damit beschäftigen, ist, dass wir immer wieder an was erinnert werden. Immer wieder an unsere eigene individuelle Stunde erinnert werden, um uns anzustrengen und zu versuchen, jeden Tag aufs Neue zu nutzen, weil es unser letzter Tag sein könnte. Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter Tag. Dann ein weiterer Aspekt, warum wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Und zwar, unser Iman wird gefestigt. Wie wird unser Iman gefestigt? Und zwar, er wird dann gefestigt, wenn wir von Dingen hören, aus dem Munde unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, welche er vor 1400 Jahren verkündet hat und prophezeit hat und die erst heute eingetreten sind. Und wir werden viele Zeichen haben, weil viele sind schon eingetreten. Und zwar so deutlich, dass es keine andere Interpretation zulässt. Keine andere. Und zwar, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr sagt ganz konkret, was passieren wird und wo es passieren wird. Nehmen wir ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Das, was wir schon vorhin hatten. Es gibt noch viele andere Beispiele, die wir noch sehen werden, inshallah. Das Beispiel mit dem Errichten von hohen Gebäuden. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen, aber nur als sozusagen für einen Vorgeschmack. Inwiefern das unseren Iman stärkt. Und zwar sagte der Prophet, wie wir es gerade gehört hatten, dass du die Barfüßigen, die Nackten, die Bedürftigen, Armen, die Schafshirten siehst,
يتطاولون في البنيان. Du siehst, wie sie sich einander versuchen zu übertreffen im Errichten von hohen Gebäuden. Zur Zeit unseres Propheten, was waren die höchsten Gebäude gewesen? Vielleicht 2 Stockwerke. Oder die jüdischen Bewohner von Medina hatten vielleicht noch ein Stockwerk mehr. Das waren so die höchsten Gebäude, die sie kannten. Vielleicht, wenn sie nochmal nach Ascham gegangen sind, ja, haben sie vielleicht noch ein paar, weiß ich nicht, höhere Gebäude gesehen. Das war's. Die Gebäude waren vielleicht so hoch, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht wie heutige Wohnhäuser. Ja, das war's. Aber das jetzt, die Araber, und der Prophet wurde gefragt, wer sind das? Er sagte, die Araber. Klar und deutlich, in authentisch Überlieferung, er sagte, die Araber. Und er beschreibt sie perfekt, ja, dass sie die höchsten Gebäude der Welt bauen werden. Und dass sich die Golfstaaten einander übertreffen werden. Und jeder versucht, ein noch höheres Gebäude zu bauen. Ob es der Turm in Mekka ist, Burj Khalifa, oder jetzt der in Jeddah, glaube ich, der Turm ist, glaube ich, der höchste der Welt, der jetzt momentan gebaut wird. Ich habe fast 1 Kilometer schon hoch, ja? Dann ist das nicht nur einfach so eine, wie Nostradamus, so allgemeine Waage sagen. Dann ist das, also 1:1, besser kann man es nicht beschreiben. Also er in wenigen Worten beschreibt er die Leute, die noch, schaut euch mal Bilder an im Internet von Dubai, bevor es zu diesem Ölboom kam. Das waren wirklich Schafshirten gewesen. Leute, die hatten nichts gehabt, gar nichts. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Erst durch die Petrodollars. Ja? Erst durch das Geld, was reingekommen ist, konnten sie das tun. Und schau dir jetzt mal Dubai an, Abu Dhabi, diese ganzen Stadt. Unglaublich, unglaublich. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Er sagt weder negativ noch positiv, einfach nur eine Tatsache, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Sie übertreffen einander im Errichten der Gebäude. Und einer versucht, den anderen zu übertreffen. Wenn ich so etwas höre. Und ich meine, die Menschen damals hätten sich das gar nicht vorstellen können. Was meint der Prophet aus damit? Und jetzt, erst nach 1400 Jahren, sehen wir das. Sehen wir, unsere Generation ist die erste Generation, die das sieht. Schaut mal, wie viele Generationen es vorher gab. Ja? Und unsere Generation ist die erste Generation, die das mit eigenen Augen bezeugen kann. Dann stärkt das unseren Iman. Fest über zu haben, aber. Er spricht nicht aus Neigung. Er ist nur eine geoffenbarte Offenbarung. Geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. Also, es festigt unseren Iman. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Form von Fitna. Diese Zeichen sind für die nachfolgenden Generationen auch eine Form von Prüfung. Warum? Weil es gibt Zeichen, die kann ich mir nicht vorstellen. Die kann ich nicht verstehen, wenn ich es nicht selbst sehen werde. Es wird Menschen geben, die werden das sehen. Aber es gibt Dinge, die kann man sich nicht vorstellen. Und nicht erklären. Wir werden darauf noch eingehen. Wenn es um den Dajjal geht. Wenn es um Ya'juj und Ma'juj geht. Komische Dinge, die wir hören werden. Denkst du so, ist das ein Science-Fiction-Film hier? Wo bin ich hier gerade, ja? Und wir werden auch uns ausführlich damit beschäftigen, inshallah. Und es gibt Antworten für alles, wie es in Leihe soll. Aber erst einmal ist es was? Eine Form von Fitna. Und diese Fitna gab es auch schon wo? Zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Nennen wir mal 1, 2 Fitnas für die Gläubigen zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wo auch einige schwach geworden sind. Weil sie sich das nicht vorstellen konnten. Isra und Mi'raj. Ja, Isra und Mi'raj. Als der Prophet zu Hause gesagt hat, und zwar ohne sich zu schämen, ich bin in dieser Nacht in Jerusalem gewesen und bin wieder zurückgekommen, dann haben die Muschrikun das gefundene Fressen gehabt. Sofort gesagt, ah, jetzt haben wir ihn. Der wird übermütig. Und subhanallah, einige haben wirklich gesagt, hä, kann doch nicht sein, geht doch gar nicht. Und dann haben sie versucht, gerade diejenigen, die sehr, sehr nahe sind, den Propheten zu Hause zu prüfen, in der Hoffnung, dass sie schwach werden. Und wir kennen alle die Geschichte von Abu Bakr, als dann die Muschrikun zu Abu Bakr kamen und sagten, hast du gehört, was dein Freund hier erzählt hat? Er war angeblich in der Nacht in Jerusalem gewesen und ist wieder zurückgekommen. Einen Weg, für den wir 2 Monate brauchen. Eine Reise, für die wir mindestens 2 Monate brauchen. Und dann meinte Abu Bakr, ich glaube an noch viel mehr. Ich glaube nicht nur daran, ich glaube sogar daran, ja, dass vom Himmel
ja, eine Offenbarung auf ihn herabkommt, soll ich dann nicht daran glauben, dass er in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem gereist ist und wieder zurück? Eine Fitne für manche Menschen, subhanallah. Und diese Zeichen, die teilweise überliefert werden, stellen ebenfalls heutzutage viele Muslime eine Fitne dar. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mich damit beschäftige. Warum? Damit ich verstehe, was sagt der Prophet so eigentlich? Wie kann ich mich vor solch einer Fitne schützen? Dass ich auch gefestigt bin in meinem Iman und nicht, sobald ich irgendetwas höre von irgendjemandem, sage, oh mein Gott, was ist bloß mit meinem Glauben los? Und dieser Hadith, nein, den kann ich nicht akzeptieren. Doch, du kannst ihn akzeptieren. Sei dir sicher, du kannst ihn akzeptieren. Du musst dich schon damit beschäftigen und versuchen, ihn zu verstehen. Und einfach mal sagen, ich glaube an Allah und ich glaube an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Amantu billahi wa rasuli. Dann, wir beschäftigen uns mit diesen Zeichen, ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns durch diese Prophezeiungen auch vor bestimmten Ereignissen und Versuchungen klar und deutlich gewarnt hat, damit wir vorbereitet sind. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte Angst um seine Umma. Und er hat versucht, ihnen schon, bevor er zu seinem Schöpfer zurückkehrt, für die nachfolgenden Generationen zu sagen, wie sie sich in bestimmten Situationen zu verhalten haben. Ihnen aufgezeigt, es wird Zeiten kommen, wo es nicht leicht sein wird. Es wird Zeichen kommen, wo es nicht leicht sein wird. Wird überliefert von Bukhari und Muslim, von Zainab bint Jahsh, der Mutter unserer, der Mutter der Gläubigen, der Ehegattin unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam plötzlich zu ihr kam. Völlig aufgelöst. Voller Angst. La ilaha illallah. Und eine andere Version heißt, er stand, hat bei ihr übernachtet und er stand auf. La ilaha illallah, plötzlich. Wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab. Wehe den Arabern vor etwas Bösem, was sich genähert hat. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. Heute wurde von dem Wall يأجوج und مأجوج so viel geöffnet. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. Und er hat dann diesen Kreis gemacht. So viel wurde geöffnet. Wir werden noch ausführlich darauf eingehen, was damit gemeint ist, inshallah ta'ala. Daraufhin sagte Zainab bint Jahsh, Ja, Rasulallah, anuhliku wa fina salihun. O Gesandter Allahs, werden wir dann untergehen, obwohl es unter uns fromme Menschen gibt? Was antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, naam, idha kathura al-khabath. Ja, wenn sich das Böse verbreitet. Khabath. Khubf, khabah ist also das Schlechte, das Böse. Wenn sich das verbreitet, ja, dann werden alle vernichtet, unabhängig davon, ja, ob es dann auch noch fromme Menschen gibt oder nicht. Ich nehme mal vorweg, wahrscheinlich ist damit der Mongolensturm gemeint. Was ist passiert bei dem Mongolensturm? Was ist da passiert? Da wurde die halbe islamische Welt überrannt. Bis nach Bagdad. Bagdad wurde geplündert. Die Bibliotheken wurden geplündert. Die Bücher, Millionen, wirklich Millionen, wurden in den Tigris geworfen, sodass sich das Wasser des Flusses gefärbt hat durch die Tinte der Bücher. Menschen wurden ermordet. Eine Zäsur in der islamischen Geschichte, welche die islamische Welt zurückgeworfen hat, um Jahrhunderte. Zurückgeworfen hat um Jahrhunderte. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Viel schlimmer als die Kreuzzüge, viel schlimmer. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns hier vor etwas gewarnt. Und zwar, wenn sich das Schlechte und das Böse verbreitet, dann wird es alle Menschen betreffen. Was heißt das für mich? Nur ein Beispiel von vielen Beispielen, die wir noch besprechen werden. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass ich als Muslim immer bestrebt sein sollte, mich für das Gute einzusetzen, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren. Auch wenn es aussichtslos ist. Ich versuche es. Ich habe gestern ein sehr interessantes, kurzes Video von einem Scheich
aus Kuwait gehört bezüglich eines Films, der heißt Eternals, glaube ich, auch von hier, wie heißt die Firma nochmal? Marvel, ja. Wo dann auch gerade wieder diese ja, Gender-Thematik groß sozusagen hervorgehoben wird und da ein schwules sozusagen Ehepaar sehr stark in den Vordergrund gestellt wird und einige arabische Länder das dann auch sozusagen nicht zugelassen haben. Auch sogar China und einige andere Länder. Ja, unter anderem aufgrund dessen. Und er hat etwas sehr Wichtiges, es geht mir jetzt gar nicht um diesen Film. Er hat aber etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ja, manche sagen, ja, es bringt doch überhaupt nichts. Es ist doch so überall verbreitet. Man kann nicht so überall anschauen. Der aber, wir müssen trotz alledem, egal was ist, egal wie schlimm und wie stark sich das Übel und das Schlechte ausbreitet, wir müssen immer was tun. Wir müssen trotzdem immer festhalten an dem Prinzip des Amr bil Ma'ruf und Nahy an Munkar. Das Gebieten des Guten und das Verwehren des Schlechten. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Sag nicht, oh, es kann so und so nichts machen. Es bringt nichts. Machen so und so alle. Alle machen das Schlechte. Versuch du trotzdem dagegen vorzugehen. Sei du Lut, alayhi salam. Sei du Lut, alayhi salam. In einer Gesellschaft, ja, in der es nur Lut, alayhi salam gibt. Guck mal, Lut, alayhi salam, er war der Einzige mit seiner Familie. Selbst seine Frau war gegen ihn gewesen. Subhanallah. Ja, sei du Lut, alayhi salam. Sei du derjenige, der versucht, trotz der vielen schlechten Einflüsse, die wir haben, immer noch das Gute zu predigen. Auch wenn du dann altmodisch bist, wenn die Leute dich vielleicht belächeln, versuch daran festzuhalten. Ja, eine ganz wichtige Weil. Warum? Es kann sein, dass Allah eine ganze Gesellschaft wegen einer Handvoll von Menschen bewahrt, die noch versuchen, etwas zu verändern. Auch wenn es vielleicht einem nicht klappt. Und wir haben die Geschichte von den Leuten des Sabbats. Ja? Wo auch nur eine kleine Gruppe versucht hat, was zu verändern. Und sie haben das begründet mit den Worten, ja, ma'ziratan ila rabbikum, als Entschuldigung bei Allah, dass sie deswegen versucht haben, wala'allahum yattaqun, und vielleicht werden sie Gottes fürchten, vielleicht werden sie auf uns hören, vielleicht ändert sich etwas. Ich versuche es wenigstens. Auch wenn das Schlechte um mich herum sich sehr, sehr stark verbreitet. Und wir leben in so einer Zeit. Durch die Medien. Guck mal, ganz ehrlich, ja, überall, wo du hinschaust, nur schlechte Dinge. Du kommst gar nicht mehr, du kannst dich gar nicht mehr schützen. Du gehst ins Internet, du wirst dir einfach nur mal irgendein Video angucken und schon kommen tausend andere Videos als Vorschläge her, die schlechte Inhalte haben. Heißt das, dass ich jetzt nicht mehr darauf achte oder ach, ich kann so nichts tun, also versuche ich nicht wenigstens etwas Gutes dagegen zu tun? Nein, ich versuche es trotzdem, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn ich das Gefühl habe, es ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich habe das Gefühl, es aber bei Allah wird es angesehen. Und wer weiß, vielleicht wird dieser Tropfen auf den heißen Stein, der verpufft, der Grund sein, dass irgendwann einmal der Dampf aufsteigt. Ja? Und vielleicht durch viele kleine Tropfen, inshallah ta'ala, dann ein Regen herabkommt, der dann alles wieder zum Blühen bringt. Wer weiß. Wer weiß. Kommen wir noch zu weiteren Gründen, warum wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Und zwar, wir beschäftigen uns mit dieser Thematik, weil sie uns unsere Hoffnung nicht verlieren lässt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat darüber berichtet, es gibt viel Schlechtes, aber er hat auch aufgezeigt, es wird immer etwas Gutes geben. Ein Beispiel. La tazalu ta'ifatun min ummati. Es wird immer eine Gruppe geben in meiner Umma. Zahirina ala al-haqq. Die immer an der Wahrheit festhalten werden. لا يضرهم من خالفهم من خذلهم. Es wird ihnen nicht schaden, dass andere sie im Stich lassen. Ja, es wird sie nicht im schaden. Ja, حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Bis die Angelegenheit Allahs kommt und sie so sind. Das heißt, unser Prophet zeigt uns was auf, dass es immer etwas Gutes in dieser Umma geben wird. Er zeigt uns auf, es wird irgendwann eine Khilafa Rashida geben. Nach Minhaj al-Nubuwa, also eine Herrschaft, ganz im Sinne des Prophetentums. Es wird es geben. Wann? Allahu a'lam. Wir wissen es nicht. Aber das Gute wird trotzdem immer vorhanden sein. Und es gibt mir was als Muslim? Es gibt mir Hoffnung. Wir beschäftigen uns damit, weil es unsere Neugier stillt. Wir Menschen sind neugierig. Wir wollen wissen, was passiert in der Zukunft. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er gibt uns ein wenig Einblicke über das, was geschehen wird.
Und als letzter Punkt, warum wir uns damit beschäftigen, ist, ja, dass es auch viele falsche Informationen über diese Thematik gibt. Und es ist wichtig, es aufzuklären. Ja, es gibt viele populärwissenschaftliche Bücher oder einfach nur Bücher, ja, und auch Videos auf YouTube, die man findet diesbezüglich, wo viele falsche Informationen verbreitet werden. Und ich als Muslim muss wissen, was wirklich damit gemeint ist und was richtig ist und was falsch ist. Gut. Also, das sind die wichtigsten Gründe, warum wir uns inshallah ta'ala mit dieser Thematik beschäftigen. Wir haben jetzt was gelernt. Wir haben erstens jetzt gelernt, was Alamatus Sa'a sind. Was ist die Bedeutung? Welche Begriffe es dafür gibt? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wir haben uns mit den Fragen beschäftigt, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Und da haben wir folgende Punkte genannt. Einmal, ja, wir beschäftigen uns mit einer Säule des Iman, den Glaube an den jüngsten Tag. Wir beschäftigen uns automatisch auch dann, oder uns wird bewusst, ja, dass diese Dunya vergänglich ist. Nummer drei, ja, es festigt unseren Iman. Nummer vier, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns gewarnt vor bestimmten Dingen. Nummer fünf, ja, er lässt uns unsere Hoffnung nicht verlieren. Nummer sechs, es gibt viele falsche Informationen, die verbreitet sind. Und ich habe eine Sache vergessen, Nummer sieben, und zwar unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns auch aufgezeigt, wie wir uns in bestimmten Situationen ganz konkret zu verhalten haben. Sogenannte Ahkam Fiqhiyya, Fiqh-Normen. Ein Beispiel. Und zwar in dem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den Dajjal spricht, dass er 40 Tage auf Erden bleiben wird. Da sagt er, ein Tag so lang wie ein Jahr. Ein Tag so lang wie ein Monat. Und ein Tag so lang wie eine Woche. Und die restlichen Tage so wie unsere Tage. Kommen wir noch auf alles zu sprechen, ausführlich in Scharlachtal. Und dann fragten die Sahabi, ja Rasulullah, und wie sollen wir beten? An dem Tag, der so lang ist wie ein Jahr? Sollen wir nur 5 Gebete verrichten? Oder wie sollen wir das machen? Und dann antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nein, ja, teilt es ein, berechnet das. Also, ich muss alle 24 Stunden 5 Gebete verrichten, auch wenn der Tag ein Jahr lang ist. Das heißt, unser Prophet hat uns etwas sehr Wichtiges beigebracht. Beispielsweise, wie wir an Orten unsere Gebete zu verrichten haben, in denen es keine Nacht und keinen Tag gibt. Wie am Nordpol oder am Südpol. Oder in sehr nördlichen Regionen, wie in sozusagen nördlichen Regionen von Schweden, von Norwegen, ja, wo es teilweise mehrere Monate nur Nacht ist und mehrere Monate nur Tag ist. Wie geht man damit um? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns eine Antwort diesbezüglich geliefert. Also 7 Dinge, ja, die wir erwähnt haben, warum wir uns eigentlich mit dieser Thematik beschäftigen. Gut. Kommen wir jetzt noch zu dem letzten Block für heute. Inshallah ta'ala. Und zwar, wie sollten wir an diese Thematik überhaupt herangehen? Nee, der vorletzte Block, entschuldige bitte. Wie sollten wir an diese Thematik herangehen? Nummer 1, und das ist sehr, sehr wichtig. Und zwar, welche Quellen sollten wir nutzen? Gerade bei dieser Thematik gibt es sehr, sehr viele unauthentische Quellen. Sehr viele. Wo ich sehr aufpassen muss als Muslim. Und sehr viel Unsinn verbreitet wird. Und dementsprechend, die einzigen beiden Quellen, auf die ich mich stützen kann, bei dieser Thematik, weil es sich um den Reib handelt, um das Verborgene, sind der Koran, Nummer 1, und Nummer 2, die authentische Sunna unseres Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Und hier ist es ganz wichtig, ja, wenn eine Sunna authentisch ist, dann muss ich sie akzeptieren, weil es ist so, als hätte es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Ich kann versuchen, sie zu interpretieren. Ich muss sie untersuchen, was ist damit gemeint. Aber am Ende muss ich sie akzeptieren, weil es so ist, hätte es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mir direkt gesagt. Gut, das ist die sozusagen nochmal eine ganz wichtige Sache. Dann, wie sollten wir ebenfalls an dieses Thema herangehen? Und zwar, dass wir aufpassen müssen bei der Deutung dieser Ereignisse, nicht alles auf unsere heutige Zeit zu beziehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und zwar, es gab immer wieder Versuche von Leuten, bestimmte Zeichen des jüngsten Tages so zu interpretieren, als würde es auf ihre Zeit passen. Ein Beispiel. Wenn es um den Masih al-Dajjal geht, da gibt es viele, die sich nicht vorstellen können, dass der Masih al-Dajjal wirklich ein Mensch ist. Und dementsprechend versuchen sie dann irgendwelche Interpretationen zu finden und zu sagen, das ist der Masih al-Dajjal. Der Masih al-Dajjal ist das Fernsehen. Haben einige gesagt, ja. Manche sagen, es ist sehr einäugig, das Fernsehen ist wie ein Auge, ja. Also es ist der Masih al-Dajjal.
Was? AIDS ist der Masih al-Dajjal. Das ist für mich neu gewesen. Kannte ich nicht. Ja? Also, ja, Juj und Majuj sind, weiß ich nicht, die chinesische Mauer, wie völliger Blödsinn ist, ja, also die Mauer und die Chinesen. Also, wo immer versucht wird, was zu machen, ja, immer versucht wird, ja, bestimmte Aussagen des Propheten zu lassen oder des Korans auf die heutige Zeit zu beziehen. Wo wird das besonders gefährlich? Es wird besonders gefährlich, wenn man den Anspruch erhebt, eine bestimmte Person zu sein, über die der Prophet so gesprochen hat. Ein Beispiel, und zwar der Mahdi. Der Mahdi. Der Mahdi ist eine Person, über die wir noch sprechen werden, inshallah ta'ala, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angekündigt hat. Und prophezeit hat, dass sie kommen wird und dass sie Gerechtigkeit verbreiten wird. Und da gab es schon viele Versuche in der Geschichte, was zu machen, zu behaupten, wir sind, oder ich bin der Mahdi und das ist meine Gruppe. Erst jetzt, vor kurzem, gab es einen Versuch, vor ein paar Jahren. Wisst ihr welchen Versuch? Von einer Gruppe, die für sich in Anspruch genommen hat, bestimmte Hadithe des Propheten zu Hause über die Endzeit auf sich zu beziehen. Weiß jemand, welche Gruppe das ist? Sehr bekannte Gruppe, kennt ihr alle. Daesh. Warum hatten sie schwarze Fahnen? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in den Hadithen immer wieder von schwarzen Fahnen gesprochen hat. Ja? Sie haben versucht, für sich in Anspruch zu nehmen, ja, die Gruppe zu sein, die dann den Mahdi die Bay'a geben wird. Und haben wie ein Hollywood-Film alles sozusagen darauf sozusagen hingearbeitet, dass sie sozusagen funktioniert nicht. Das kommt von ganz allein, Subhanallah, ohne dass du es planst. Das kommt von ganz allein, ohne dass du es planst. Wenn die Zeit kommt, kommt die Zeit. Du kannst doch nicht einfach erzwingen, dass du der Mahdi bist. Oder dann extra dich so anziehen, damit es so aussieht, als wärst du sozusagen die Gruppe, die um den Mahdi herum ist. Funktioniert nicht so etwas. Wenn die Zeit kommt, dann kommt die Zeit. Und kommen wir jetzt noch zu einem letzten Punkt, inshallah, bevor wir nochmal auf die Kategorisierung der Zeichen eingehen werden. Und zwar, ja, wir müssen, ja, immer wieder aufpassen bei bestimmten Zeichen, die wir uns nicht vorstellen können, dass wir sie nicht einfach uminterpretieren. Oder versuchen, die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam so zu verunstalten, dass sie nicht mehr mit dem Wortlaut übereinstimmen. Wie wir es gerade gehabt haben mit dem Masih Dajjal, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über was spricht, er spricht über einen Mann, gibt ihm ganz konkrete Eigenschaften, aber es ist das Fernsehen. Funktioniert nicht. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hätte doch ganz andere Worte wählen können. Er ist doch derjenige, über den, der über sich selbst gesagt hat, U'titu jawami'ul kalim, mir wurden die umfassenden Worte gegeben. Hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn der Masih Dajjal Fernsehen gewesen wäre, ja, oder Internet oder weiß ich nicht was, ja, hätte er dann nicht das auch so beschreiben können, dass es jeder weiß? Zumal der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ja selbst gesucht hat nach dem Masih Dajjal. Und zwar gab es eine Person zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die hieß Ibn Sayyad. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wusste nicht, ob er der Dajjal ist oder nicht. Das heißt, es war kein Fernsehen gewesen. Ja, das war wirklich eine Person gewesen. Und da ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns mit diesen Zeichen beschäftigen, dann muss das immer in Einklang stimmen mit dem Wortlaut des Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder der Ayah. Und ich kann es nicht so verunstalten, dass es nichts mehr mit diesem Wortlaut zu tun hat. Ja, und ich muss da einfach erstmal das akzeptieren und davon ausgehen, dass wahrscheinlich dieses Zeichen noch nicht eingetreten ist. Kommen wir zum letzten Punkt, kurz und knapp, inshallah ta'ala. Und zwar, wie lassen sich die Zeichen unterteilen? Und hier gibt es verschiedene Herangehensweisen unter den Gelehrten. Und zwar, ja, erstmal grob, ja, manche Gelehrte haben einfach gesagt, ja, in kleine Zeichen und in große Zeichen. In kleine Zeichen und in große Zeichen. Dann gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, das zu unterteilen, indem man sie unterteilt in Zeichen, die sich lange vor der Stunde ereignet haben. Ja, und die wir sich auch schon ereignet haben, also die wir sehen. Dann Zeichen, so wie mittlere Zeichen sozusagen, welche erst stattfinden werden, aber nicht zu den großen Zeichen gehören werden oder bereits stattgefunden haben und sich fort sozusagen weiter immer noch anhalten. Und dann als dritte Kategorie die großen Zeichen. Was die großen Zeichen sind, darauf gehen wir dann nächste Woche ein, inshallah ta'ala, bi'iznillahi azza wa jal. Und die kleinen Zeichen, mit denen werden wir beginnen. Und wir werden auch nächste Woche mit den ersten kleinen Zeichen
beginnen, inshallah ta'ala, nachdem wir nochmal kurz sozusagen aufzeigen, woher wir eigentlich entnehmen, was große Zeichen sind und was kleine Zeichen sind. Aber die Zeit ist schon vorangeschritten, deswegen möchte ich es hierbei heute belassen, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Und nächste Woche machen wir dann weiter und werden dann auch schon auf die ersten Zeichen eingehen, inshallah ta'ala.